So, herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar HR Digitalisierung bzw. Digitalisierung im HR, standardbasiert auf HCM-Prozesse und Formulare. So, mein Name ist Sabrina Flach. Ich bin Marketing-Specialist bei Projekt 0708. Genau, und bin hauptsächlich für unsere Marken sowie HR, IT, Produkt- und Servicevermarktung und unser Customer Relations Management verantwortlich. Genau, und ich freue mich, dass ich Sie heute als Moderatorin durch das Webinar begleiten darf, zusammen mit Herrn Michael Schäffler, der jetzt hier an meiner Seite sitzt. Der wird jetzt auch gleich kurz ein paar Worte zu sich sagen. Ich übergebe dir ganz kurz, Michael. So, ich muss mich erst entstummen, auch von meiner Seite. Einen schönen guten Tag. Michael Schäffler Name, danke Sabrina. Ja, Sie sehen es ja auf der Folie, Geschäftsführer hier bei Projekt 0708. Bin selbst seit über 20 Jahren im SAP-Business unterwegs, habe lange Jahre als Anwendungsentwickler, also wirklich Programmierer, ABAP-Programmierer sozusagen unter der Motorhaube geschraubt, war dann bei einem Münchner Unternehmen als Inhouse-Consultant tätig, habe in der Zeit internationale Projekte machen dürfen, HCM-Projekte hoch und runter über die Suite und war dann auch in den letzten Jahren für dieses Unternehmen, für die Entwicklungsabteilung verantwortlich, also auch im internationalen Kontext große technische Projekte verantwortet. Hier bei Projekten sind wir 8, seit 2008 tätig. Und in der Funktion vornehmlich im Bereich HR-IT-Strategie, HR-Digitalisierung, aber auch im Umfeld von Technologie- und Architekturberatung unterwegs. Was bedeutet das? Ich berate unsere Kunden insbesondere bei ihrem individuellen Weg in die Cloud, also im HR-Kontext, SuccessFactors logischerweise, auch Concur, die Travel-Management-Lösung der SAP. Digitalisierung, das verratet es ja schon wenig heute, das Thema Prozesse Formulare ist mir nicht ganz fern. Also auch da habe ich das eine oder andere Projekt machen dürfen. Und in dem Kontext hat man auch oft mit technologischen, architektonischen Fragestellungen zu tun. Und hier berate ich ebenfalls auf dem Gebiet. Wenn ich so ein bisschen die SAP HCM-Module reingehe, steht hier auch auf der Folie zu lesen, die Themen ESS-MSS, also Self-Services, Fiori, OM, Performance Management. Das sind so die Teilbereiche und Disziplinen, die ich verantworte. Ja, ich freue mich auf das Webinar und ja, Sabrina, ich gehe zurück an dich. Genau. Danke, Michael. Noch ganz kurz für diejenigen, die uns als Projekt 0708 bisher eben noch nicht kennen, ein ganz kurzer Satz zusammengefasst. Sie erhalten dann im Nachgang auch den Foliensatz bzw. die Präsentation und da können Sie sich dann auch gerne nochmal genauere Fakten über uns durchlesen, aber wir sind als Projekt 0708 ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen. Wir haben uns eben auf SAP-Cloud-Lösungen, wie der Michael auch gerade schon gesagt hat, für HR im Sinne von SAP SuccessFactors, SAP ERP HCM, also Human Capital Management und SAP Concur-Lösungen eben spezialisiert. Und in unserem heutigen Webinar legen wir einen besonderen Wert darauf, Ihnen einen umfassenden Einblick in die Digitalisierung von HR-Prozessen zu geben und wie Sie eben die SAP HCM-Suite einsetzen können, um in dieser Hinsicht eben effizient nutzen können, um Ihre Durchlaufzeiten zu minimieren und Ihre Transparenz innerhalb der Organisation zu fördern. Nochmals danke, Sabrina. Dann steigen wir ein. Sie sehen hier die Webinar-Agenda. Was habe ich heute für Sie mitgebracht? Ich möchte Sie heute ganz breit mit dem Thema Prozesse, Formulare und Informationen auf dem Gebiet versorgen. Starten möchte ich damit, dass ich Ihnen einen ersten Einblick verschaffe, wie denn eine Digitalisierung im HR auf Basis dieser Standardtechnologie der SAP HCM-Lösung erfolgen kann. Bevor ich Ihnen dann unter Punkt 2 auch ganz konkrete Use Cases und Kundenbeispiele zeige, ich habe da eine kleine Auswahl für Sie mitgebracht, welche Prozesse denn auf Basis dieser Lösung von den Kunden digitalisiert wurden. Unter Punkt 3 möchte ich Ihnen ein bisschen was zu dem Thema User Experience berichten. Auch da hat die SAP in den letzten Monaten, Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und hat für die Lösung P&F SAP Fiori bereitgestellt. Also auch im SAP-Standard nach WebTempo ABAP eine moderne
ein modernes UI, was man jetzt auch für P&F nutzen kann. Punkt 4 wäre dann das Zusammenspiel zwischen P&F und SuccessFactors. Gut, ich kenne jetzt natürlich im Background nicht und auch nicht ihre Zielsetzung, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie auch generell die Lösungswelt der SAP kennen. Also es gibt ja die cloudbasierte SAP SuccessFactors Lösung und auch das klassische SAP HCM, also on-premise basiert. Und P&F ist dort beheimatet, werden wir gleich nochmal im Detail sehen. Und wie jetzt diese beiden Systemwelten im Sinne einer hybriden Systemlandschaft ineinander greifen können, dazu werde ich Ihnen hier noch ein bisschen was berichten. Punkt 5 wäre dann, wie ein paar Hinweise dazu, wie Sie so ein Projekt dann auch initiieren und angehen könnten. Auch so erste Indikationen im Hinblick auf einen Implementierungsaufwand. Das ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das kommt sehr stark auf Ihre Rahmenbedingungen, auf Ihre Systemumgebung drauf an, also Ihre Ausgangsvoraussetzungen. Aber hier so erste grobe Indikationen kann ich Ihnen natürlich geben. Und dann Punkt 6, last but not least, gerade eben schon erwähnt, würden wir in eine Frage-Antwort-Runde einsteigen. Auch ich möchte Sie nochmal ermutigen, hier die Chat-Funktion zu nutzen und Ihre Fragen an mich zu adressieren. Ich werde mein Bestes tun, die dann zu beantworten. Sollte es mal nicht der Fall sein, dass ich ad hoc beantworten kann, dann würde ich das im Nachgang nachholen. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir ein. HR-Digitalisierung mittels SAP HCM, P&F. So, was bedeutet das denn? Was Sie hier sehen können, das ist das Lösungsportfolio, der Lösungsumfang der klassischen ERP-HCM-Suite, also der on-premise-basierten Systemumgebung, Standardlösung der SAP, bei einem Großteil der Kunden nach wie vor in Verwendung, auch wenn die Marschrichtung oftmals in Richtung SAP SuccessFactors geht. Auch dort gibt es ganz viele Teilbereiche in der HCM-Suite, die dann eben eine Prozessunterstützung mit sich bringen. Hier zum Beispiel die ganz klassischen Core-HR-Bereiche wie die Personaladministration, wo die Personalstammdaten beheimatet sind. Oder auch das Organisationsmanagement, also ich sage jetzt mal das Organigramm eines Unternehmens. Wir haben dort Lösungsansätze für das Talentmanagement, also zum Beispiel für einen Mitarbeiter, Beurteilung für Zielvereinbarungen hier im Bereich Performance Management. Und wir haben als Querschnittsfunktion den Bereich ESS-MSS, also Employee Manager Self-Services. Der Name sagt ja schon, also digitale Self-Services für die Zielgruppe Mitarbeiter und Manager. Und eben auch ein Modul, was oftmals nicht so bekannt ist, das Modul Prozesse und Formulare. Dieses Modul Prozesse und Formulare, darum dreht sich das heutige Webinar und hier möchte ich Ihnen nochmal im Detail erklären, wie Sie auf Basis dieser Standardlösung Ihre Prozesse digitalisieren können und wie Sie da eben am besten vorgehen. So, gucken wir uns das mal genau an. Was ist Prozesse und Formulare? Prozesse und Formulare ist ein Toolset, ein flexibler Baukasten, wie ich auch immer sage. Das bedeutet, eine Möglichkeit, kundenspezifische HR-Prozesse, aber eben auch Non-HR-Prozesse zu digitalisieren. Also immer dann, wenn der SAP-Standard an die Grenzen kommt und keinen Lösungsumfang beinhaltet, dann kann man auf dieses Toolset zurückgreifen. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wenn Sie jetzt einen Urlaubsantrag einführen wollen würden, weil der Stand heute noch auf Papier abgewickelt wird, dann würde ich Ihnen immer nahelegen, sich den Standard anzugucken. Und der heißt in dem Fall ESS-MSS, also Employee Manager Self-Services. Wenn Sie jetzt aber in ganz andere Richtung gehen, vielleicht unternehmensspezifische Prozesse digitalisieren wollen, wo der SAP-Standard nichts umfasst, dann können Sie auf dieses Toolset zurückgreifen. Das Gute an P&F ist, dass es oftmals schon vollständig lizenziert ist. Das bedeutet, Sie haben ja SAP HCM, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie das oftmals schon in Verwendung haben, vielleicht auch nicht, aber wenn Sie es in Verwendung haben, also wenn es vielleicht sogar noch das führende System bei Ihnen ist, was personalwirtschaftliche Informationen anbelangt, dann haben Sie implizit P&F bereits lizenziert. Sie haben diesen Baukasten, dieses Toolset bereits lizenztechnisch erworben, nutzen es aber vielleicht noch nicht. Und an der Stelle
haben Sie natürlich dann schon mal einen Vorteil, wenn Sie Prozesse digitalisieren wollen, im Gegensatz zu einer Non-SAP-Lösung, weil Sie darauf natürlich dann immer mit weiteren Lizenzkosten rechnen müssen. P&F Standard umfasst 140 beispielhafte Prozesse. Jetzt muss man wissen, die SAP hat eben hier keine voll funktionsfähigen Prozesse. Also hatte ich ja gerade schon angedeutet. Man nutzt es ja, um kundenspezifische Anforderungen abzubilden. Das heißt, diese Prozesse sind nicht ohne weiteres auf Sie anwendbar, können aber als Templates, als Kopiervorlage für Sie verwendet werden. Das heißt, es gibt ein ganzes breites Spektrum an Kopiervorlagen, an denen man sich bedienen kann, gucken kann, wie hat die SAP den einen oder anderen Sachverhalt umgesetzt. Oftmals findet man da auch schon eine gute Grundlage. Die kann man dann, wie gesagt, nicht vollumfänglich zum Einsatz bringen, aber man kann sich so ein bisschen daran orientieren, was die SAP da gemacht hat und dann schauen, wie man es dann auch in der eigenen Organisation dann auch umsetzt. P&F ist auch ein integraler Bestandteil von SAP ERP, also Enterprise Resource Planning, beziehungsweise HCM ist ja ein Bestandteil von ERP, somit auch ein Bestandteil, eine Komponente von HCM. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Das heißt, beispielsweise können Sie, wenn es darum geht, Wertehilfen auf der Benutzeroberfläche Ihrer Antragsformulare bereitzustellen, also wenn etwa nach einer Personalnummer gesucht werden müsste, ja, im Rahmen eines Prozesses ist die Eingabe einer Personalnummer notwendig, dann greifen Sie bei P&F auf die vorhandenen Datenbestände, in dem Fall in der Personaladministration, zurück, integrativ, und können dann sicherstellen, dass nicht irgendwelche Falscheingaben passieren, also vielleicht irgendwelche Personalnummern hinterlegt werden, die es so eigentlich gar nicht gibt. Auch Business-Logiken können wiederverwertet werden, wenn an bestimmten Stellen im System vielleicht, Funktionsbausteine oder Klassen, also irgendwo eine Business-Logik von Ihnen bereits in Verwendung ist, die beispielsweise für die Datenverbuchung herangezogen wird, wenn irgendwelche komplexen Sachverhalte von Ihnen abgebildet wurden, dann kann man die im Rahmen von P&F natürlich aufgreifen und dort dann auch wieder zum Einsatz bringen. Und natürlich das ganze Thema User- und Berechtigungsmanagement haben Sie ja vielleicht schon im HCM-System in Verwendung. Also Sie haben vielleicht ESS, MSS implementiert und haben Ihre Mitarbeiter mit Usern ausgestattet, mit Berechtigungen ausgestattet. Und dann müssen Sie nicht hergehen und auf der grünen Wiese nochmal komplett alle User erzeugen, wenn Sie ein P&F-Projekt umsetzen, sondern können ergänzend einfach die noch zusätzlichen Berechtigungen für P&F hinzufügen, was den Aufwand an der Stelle dann auch reduzieren sollte. Mit P&F werden auch mobile Szenarien möglich. Das bedeutet, falls Sie im HR-Kontext oder auch im Nicht-HR-Kontext Prozesse digitalisieren möchten, die auf mobilen Endgeräten lauffähig sind, auf Smartphones oder Tablets, dann lässt sich das Ganze auf Basis von P&F ebenfalls realisieren. Ich habe mal hier ein Beispiel hingeschrieben. Also eine mobile Genehmigung durch eine zuständige Führungskraft, hier am Beispiel eines Mehrarbeitantrages, würde sich dann realisieren lassen. Also eine Führungskraft bekommt von dem unterstellten Mitarbeiter digital ein Work-Item, wie man das nennt, zugestellt und kann das dann auf dem Smartphone während einer Dienstreise beispielsweise dann auch genehmigen. Das lässt sich an der Stelle realisieren. So, P&F, das ist ein Vorteil aus meiner Sicht, greift auf eine ganze Reihe von bewährten SAP-Technologien zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie bei sich intern in Ihrer Organisation bereits SAP-Know-how besitzen, also vielleicht sogar eine IT-Truppe, die über entsprechendes SAP-Expertenwissen verfügt, die vielleicht auch selber ABAP-Programmierung tätigen oder Business-Workflows für Sie bereitstellen, vielleicht auch sogar Fiori-Applikationen programmieren. All diese Technologien sind auch im P&F-Kontext bewährt und kommen zum Einsatz. Und insofern können Sie auf die Expertise, die bei Ihnen im Hause schon aufgebaut wurde, auch zurückgreifen, wenn Sie auf Basis dieser Umgebung Ihre Prozesse digitalisieren möchten. Den Sachverhalt hatte ich vorhin so ein bisschen angedeutet. Bei P&F rede ich immer von Prozessergänzung. Das heißt, Sie würden auf Basis von P&F keinen Urlaubsantrag eben abbilden. Da würden Sie immer von mir die Empfehlung bekommen, auf den vorhandenen Standard zu setzen. Aber wenn Sie Prozesslücken eben identifizieren, die Sie aber digital abbilden wollen, dann wäre P&F das Mittel der Wahl.
So, und last but not least hat man die Möglichkeit, bei P&F auf flexible Benutzeroberflächen zu setzen. Je nach Anforderung kann man hier aus 3 Standard-Benutzeroberflächen wählen. Man muss dazu sagen, P&F hat auch eine gewisse evolutionäre Entwicklung durchlaufen. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von Ausbaustufen seitens der SAP. Begonnen hat die SAP mal mit der Oberflächentechnologie Adobe Interactive Forms. Kennen Sie vielleicht, das sind eingebbare PDF-Dokumente. Auch dieses UI wäre heute noch technisch möglich, wenn es denn einen solchen Anwendungsfall gäbe. Aber in der Regel setzt man dann eher auf webbasierte Oberflächen, also WebDympo ABAP, haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn Sie SAP-Anwender sind oder ein SAP-Anwenderunternehmen. Ist jetzt so ein bisschen veraltet, möchte ich mal sagen, wenn auch noch legitim für die eine oder andere Anwendung, moderner und auch mit einer attraktiven User Experience, also consumerartigen User Experience ausgestattet, ist dann SAP Fiori. Und auch hier, das ist vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen eine neue Info, hat die SAP Standardoberflächen bereitgestellt. Das heißt, auch mit P&F können Sie im Standard Fiori nutzen. Gut. Jetzt wäre die Frage, wann ist denn P&F für Sie jetzt aus der technologischen Brille bezeichnet oder betrachtet das richtige Instrument, die richtige Technologie? Und hier habe ich einfach mal ein paar Fragestellungen auf diese Folie gebracht, die Sie sich stellen könnten, wenn Sie jetzt quasi bei einer solchen Initiative an dem Punkt sind, wo Sie sich entscheiden müssen. Was ist die richtige technologische Grundlage für Ihre Prozessdigitalisierung? Und wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie SAP schon einsetzen, also HCM implementiert haben und dort vielleicht auch die ein oder anderen Module bereits betreiben, also PAOM beispielsweise. Das heißt, die wichtigste Fragestellung, wenn Sie da an so einer Weggabelung sind, aus meiner Sicht, ist, welche Strategie verfolgen Sie? Ja? Haben Sie eine SAP-Strategie? Verfolgen Sie einen Ansatz, vielleicht auch vom Management getrieben, dass Sie, wenn möglich, auf SAP-Technologie setzen, wenn es darum geht, Digitalisierung zu betreiben? Wichtig auch in dem Kontext, haben Sie diese Strategie vielleicht auch schon heruntergebrochen auf eine HR-IT-Strategie und eine Roadmap? Warum ist diese Frage aus meiner Sicht wichtig? Die ist deswegen wichtig, denn wenn Sie mit P&F Prozesse digitalisieren, dann brauchen Sie immer eine kritische Masse. Dazu werde ich später noch kommen. Es ist ein Toolset. Dieses Toolset muss bei Ihnen eingerichtet, konfiguriert werden. Sie brauchen ein Grundsetup. Das bedeutet Aufwand. Ich würde es mal Rüstkosten nennen. Und diese Rüstkosten, die amortisieren sich natürlich schneller oder besser, wenn Sie eine kritische Anzahl an Prozessen haben, die Sie über dieses Fundament sozusagen laufen lassen und dort auch dann basierend aufbauen. Also umso mehr Prozesse Sie da digitalisieren auf Basis von P&F, umso besser. Und insofern wichtig zu wissen, gibt es denn vielleicht über Ihre konkrete Anforderung hinaus noch weitere Prozesse, die auf dieser Engine dann basierend umgesetzt werden könnten. Ebenfalls wichtig, setzen Sie, Punkt 2 hier auf der Liste, HCM bereits ein. Haben Sie ein führendes HR-System? Wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist bei Ihnen noch das klassische HCM on-premise basiert. Aber auch wenn Sie jetzt da sagen, Sie marschieren schon in Richtung Cloud, also SuccessFactors, kann es Sinn machen, auch nach wie vor auf P&F zu setzen. Denn Sie hatten in der Agenda ja schon gesehen, man kann auch im Sinne einer Architektur, also einer hybriden Architektur, beide Welten miteinander verheiraten. Und insofern kann es nach wie vor Sinn machen, hier zu investieren und Prozesse auf dieser Basis zu digitalisieren. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch das Thema ESS-MSS. Wenn Sie ESS-MSS bereits einsetzen, also die SAP basierten Lösungen für Mitarbeiter-Services und Manager-Self-Services, dann fügt sich P&F nahtlos in diese Umgebung ein. Der Endanwender merkt vielleicht gar nicht, dass er jetzt einen P&F-Prozess aufruft, denn er startet diese über das ganz gewohnte Mitarbeiterportal und da das Ganze auf der gleichen technologischen Basis umgesetzt wurde, leidet die User Experience nicht darunter und der Mitarbeiter merkt das im besten Falle gar nicht. Also auch hier im besten Falle, wenn Sie ESS-MSS einsetzen, können Sie mit P&F Prozesslücken dann nahtlos ergänzen. Der Vorteil an der Stelle ist auch, hier Punkt 4, die User. Sie haben User-Lizenzen angeschafft für ESS-MSS und bereits lizenztechnisch abgebildet
Und in dem Fall haben Sie dann keine weiteren User- oder Lizenzkosten für die Endanwender, die über P&F dann hinzukommen oder über diese Prozesse dann bedient werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, hatte ich auch gerade schon angedeutet, wie viele Prozesse wollen Sie denn digitalisieren? Ich habe das HR hier explizit in Klammern gesetzt. Ich werde Ihnen später nochmal einen Showcase zeigen eines Kunden, der über P&F nicht HR oder Non-HR-Prozesse digitalisiert hat. Auch das ist möglich. Technisch ist es eine Plattform und das Ganze ist ja beheimatet im ERP-System, also sage ich mal in der Non- oder HR-übergreifenden Lösung der SAP. Und auch in den anderen Modulen lassen sich auf diesem Wege dann eben Prozesse digitalisieren. Witzigerweise hatte ich schon den einen oder anderen Kunden, der das Framework P&F zu Beginn des Projektes nicht kannte oder sagte, ja, das Framework müssen wir erst noch aufsetzen. Aber in der Praxis hatte sich dann herausgestellt im Projektverlauf, dass das Framework bereits in Verwendung war. Das heißt, oftmals wurde technisch in der Vergangenheit der eine oder andere Prozess auf dieser technischen Grundlage umgesetzt und man muss gar nicht mehr dieses Framework mit diesen Rüstkosten, die ich vorhin erwähnt habe, aufsetzen. Das heißt, es lohnt sich immer noch mal einen Blick, bevor man eine Implementierung startet, ob denn dieses Framework vielleicht schon vorhanden ist, einfach um dann noch mal hier entscheiden zu können oder besser entscheiden zu können, nutze ich jetzt P&F oder nicht. Ganz wesentlich in dem Zusammenhang ist auch die Fragestellung, welches Know-how vorhanden ist im Unternehmen. Je nach Kunde, je nach Unternehmen hat man IT-Wissen gegeben oder auch nicht. Und wenn Sie SAP-Know-how besitzen und vielleicht auch hier Entwickler-Know-how vorhanden haben, dann bietet sich P&F doppelt und dreifach an, denn dann haben Sie nämlich die Möglichkeit, diese Ressourcen auch hier weiterzubilden und die werden sich dann da sehr schnell zurechtfinden an der Stelle. Eine Fragestellung, die auch noch zu beantworten ist, wenn Sie sich überlegen, ist es P&F die richtige Technologie für mich, ist das Thema mobile Szenarien. Hatte ich vorhin schon angesprochen, auch über P&F lässt sich das Ganze abbilden. Wichtig zu klären zu Beginn des Projektes, denn wenn Sie das machen möchten, und ich muss dazu sagen, im HR-Kontext kenne ich eigentlich relativ wenig Szenarien, die wirklich sinnvollerweise auf mobilen Endgeräten bereitgestellt werden müssen. Das ist eher selten der Fall, aber es gibt Cases und wenn es die gibt, dann müssen Sie zu Beginn, oder wenn Sie die Anforderungen haben, dann müssen Sie zu Beginn des Projektes nochmal hier einige Dinge technologischer Art klären, damit dann auch Ihre mobilen Szenarien am Ende des Projektes voll funktionsfähig sind. So, Punkt 9 wäre das Thema UX-Strategie. Wenn Sie bereits ESS-MSS beispielsweise in Verwendung haben und das vielleicht schon seit einigen Jahren ausgerollt haben, produktiv bei Ihren Endanwendern in Verwendung haben, dann bin ich sicher, dass Sie auch an der einen oder anderen Stelle noch klassische Web-Dympro-ABAP-Oberflächen einsetzen. Das bedeutet die vorhin erwähnte etwas ältere Technologie. Und wenn Sie jetzt an den Start gehen mit P&F-Prozessen, die neu implementieren, dann würde sich eben die neue Oberflächentechnologie SAP Fiori anbieten. Und dann kann es aus Endanwenderperspektive doof werden. Da hat man einen Medienbruch, wenn man sich in dem einen Prozess auf der alten technologischen Basis bewegt und in dem anderen Prozess dann unter der neuen. Also auch hier sollte man sich zu Beginn des Projektes nochmal überlegen, welche UX-Strategie verfolge ich. Dann sollte das auch klappen. So, und last but not least haben wir noch das Thema hybride Szenarien. Hatte ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Also SAP SuccessFactors und SAP Concur für das Travel Management, der SAP aus der Cloud. Auch hier sind hybride Szenarien denkbar. Dazu werden wir in einem eigenen Kapitel noch kommen. So, auf der Folie möchte ich nochmal eine Fragestellung mit Ihnen diskutieren. Und zwar, Sie möchten jetzt, angenommen, Sie möchten jetzt einen Prozess digitalisieren. Im HR-Kontext setzen SAP HCM ein, haben auch Know-how, haben auch interne Ressourcen, die auf dem Gebiet schon das eine oder andere programmiert haben. Und jetzt stellt sich bei Ihnen vielleicht die Frage, wofür brauche ich eigentlich P&F? Ich kann doch da eine ganz klassische SAP-Eigenentwicklung tätigen. Also eine WebDympro-ABAP-basierte Lösung oder eine Fiori-Applikation, die ohne dieses Framework programmiert wird. Und dazu, diese Fragestellung kriege ich nämlich öfters zu hören, habe ich Ihnen nochmal extra eine Folie mitgebracht.
Und zwar möchte ich dazu nochmal Folgendes sagen. Ja, Sie können natürlich eine Eigenentwicklung tätigen. Und das kommt dann auch natürlich immer auf die individuelle Ausgangssituation drauf an. Ich möchte es mal so ein bisschen vergleichen mit dem Beispiel, das ich hier bemüht habe mit dieser Analogie, nämlich mit dem Hausbau. Sie können, wenn Sie sich ein Haus anschaffen oder bauen möchten, entweder auf eine Massivhausbauweise setzen, also ich sage jetzt mal Stein auf Stein. Sie engagieren einen Architekten, der fertigt nach Ihren ganz spezifischen Anforderungen und Bedürfnissen eine Blaupause an. Der beauftragt einen Bauträger und das Ganze wird dann von Ihnen, sage ich mal, begleitet und alles ganz spezifisch nach Ihren Anforderungen dann auch ja, gebaut. Das kann sinnvoll sein, ist auch sicherlich vom Ergebnis her dann insofern gut, weil es 100% Ihrer Anforderungen vermutlich abdecken wird am Ende des Tages. Aber was, Sie hören es ein bisschen heraus, was in dem Zuge natürlich dann auch steigt, das sind die Kosten. Das muss alles bedient werden. Und wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt da nicht nur eine einzige Applikation, ich habe vielleicht 3, 4 oder vielleicht sogar 20 oder 40 Prozesse, die ich digitalisieren möchte, dann kann es Sinn machen, genauso wie im Hausbau, dass man auf ein Fertighaus setzt. Dieses Fertighaus, das ist werkseitig schon vordefiniert. Es gibt bestimmte vordefinierte oder vorkonfigurierte, gebaute Bauteile, die dann zu der Baustelle, zu dem Grundstück befördert werden und dort endmontiert werden. Sie können immer noch Einfluss nehmen auf den Anstrich, auf die Inneneinrichtung, können sicherlich hier und da nochmal eine bestimmte, ja, wie soll ich sagen, Sie Ihren Geschmack mit einfließen lassen. Das geht natürlich, aber grundsätzlich haben Sie ein fertiges Haus gekauft und haben damit schon gewisse Entscheidungen vorab getätigt. Und so ein bisschen lässt sich das übertragen auf mein Beispiel mit einer SAP-Eigenentwicklung versus einer P&F-basierten Implementierung. Das heißt, bei der Eigenentwicklung haben Sie immer die volle Gestaltungsfreiheit und bei P&F haben Sie gewisse Leitplanken, in denen Sie sich bewegen müssen, in deren Rahmen Sie sich bewegen müssen. Aber Sie können natürlich dann auch hier noch Ihre individuellen Anforderungen einfließen lassen. Gut. So, dann habe ich noch als letzte Folie das Thema High-Level-Architekturschaubild. Hier möchte ich nochmal ganz kurz Ihnen erklären, was denn mit P&F eigentlich ja, an Komponenten notwendig wird. Dazu beginne ich mit dem Thema Prozesse und Formulare als Herzstück der Lösung logischerweise. Ich habe vorhin erklärt, das ist ein Modul in der HCM-Suite und das besteht aus Prozessen. Der SAP-Standard kennt sogenannte Backend-Services für PA, PT und PD, also das Organisationsmanagement und damit einhergehend Datenverbuchungslogiken, Businesslogiken, also wiederverwertbare Bausteine. Sie können auch logischerweise nicht HR-Prozesse implementieren, hatte ich vorhin schon erwähnt. Und dann haben Sie eben im Standard gewisse Backend-Services, die Sie einsetzen können, aber auch nicht müssen. Das sind einfach diese wiederverwertbaren Business-Logiken. Daneben haben Sie jederzeit die Möglichkeit, kundenspezifische Backend-Services zu implementieren. Wann braucht man das? Das braucht man dann, wenn man zum Beispiel eine komplexe Datenverbuchung implementieren möchte, wenn man Schnittstellen in irgendwelche Fremdsysteme bedienen möchte. Also auch das ist denkbar. Also immer dann, wenn es, sage ich mal, sehr komplex und ja, übergreifend werden soll, können Sie kundenspezifische Backend-Services nutzen und somit dann auch Ihre ganz spezifischen Anforderungen einfließen lassen. Die Basis, die technische Basis, bildet eben eine ganze Reihe von Technologien, Business Workflow, auch das sogenannte SAP Records Management, der Teilbereich Case Management innerhalb dieser Lösung wird beispielsweise für die Daten Haltung Ihrer Antragsformulare verwendet. Das heißt, wenn Sie einen Antrag auf den Weg bringen, dann werden die Daten XML-artig dort im Case Management abgelegt, persistiert. Und erst ganz am Ende des Prozesses, wenn es um die Datenverbuchung in Ihren Personalstammdaten beispielsweise geht, werden diese Antragsdaten dann in den Infotypen, um es mal ganz technisch auszudrücken, auch dann verbucht. Auch das SAP Benutzer- und Berechtigungswesen ist hier verortet. Das heißt, diese ganzen Basistechnologien liegen Prozesse und Formulare zugrunde. Im logischerweise HCM-Backend-System. P&F bietet auch eine Schnittstelle
zur Personalakte, also ganz konkret zum Records Management, was ich gerade angesprochen habe, aber auch zu jeder sonstigen E-Akte, in konkret über Archive Link dann ansprechbar. Das heißt, wenn Sie einen Prozess haben, ich hatte vorhin das Beispiel Mehrarbeitsantrag bemüht, einen Mehrarbeitsantrag haben und der wird von allen Instanzen genehmigt, also wird quer durch die Organisation geschleift, dann kann, wenn das gewünscht ist, dieser Mehrarbeitsantrag auch als PDF-Dokument am Ende des Prozesses automatisch in der Personalakte des zuständigen oder der betroffenen Person abgelegt werden. Und zwar im Hintergrund, ohne dass irgendwelche manuellen Aktivitäten notwendig werden. An der Stelle kommt dann auch das Thema Success Factors das erste Mal auf den Plan. Das heißt, wenn Sie beispielsweise am Ende eines Prozesses im SAP Success Factors einen, ich sage jetzt mal, Suchauftragsantrag im Umfeld vom Recruiting beispielsweise erzeugen möchten, der zuvor über P&F beantragt und genehmigt wurde, dann können Sie das über eine Schnittstelle an der Stelle implementieren. Hier verlassen wir allerdings den Standard. Sie sehen, dass das Ganze ist hier dunkelgrau, also ist dann kundenspezifisch zu implementieren. Man könnte das Ganze auch über die SAP Cloud Plattform, also genauer gesagt über die Integration Services der SCP integrieren, aber hier verlassen wir so ein bisschen den Standardbereich. Technisch ist es allerdings ohne weiteres möglich. Darüber liegen die, liegt das User Interface, hatte ich vorhin schon erwähnt, also SAP Fiori, WebTempo ABAP, Adobe Forms. Sie können aber auch beliebige weitere UIs darüber legen. Das bedeutet, es gibt eine Schnittstelle, die P&F bereitstellt, über die man sozusagen diesen Layer, diese Schicht UI jederzeit in jeder anderen Technologie umsetzen kann. Und wir haben das schon hier bei Projekt Nummer 8 das eine oder andere verwendet. Um dann eben SAP UI 5, also Fiori-basierte Oberflächen, kundenspezifisch nochmal on top zu setzen. Dieser Bereich, die Org-Charts, das ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein Bereich, der sehr selten in Verwendung ist. Hier handelt es sich um Org-Charts, die auch eher im WebDympo ABAP-Umfeld in Verwendung sind. Das heißt, man kann aus einem Org-Chart heraus Prozesse und Formulare-Prozesse triggern über das Kontextmenü, also rechte Maustaste, ist aber jetzt unter Fiori eher weniger in Verwendung und insofern, glaube ich, auch zu vernachlässigen. So, und ebenfalls im Frontend verortet ist das Fiori Launchpad, also die Einstiegsseite, das Mitarbeiterportal, wo dann letztendlich der Endanwender, also zum Beispiel ein Mitarbeiter oder ein Manager oder auch ein Betriebsratsmitglied oder auf die Work-Items zugreift, also im Rahmen eines Beantragungsprozesses beispielsweise den Ball aufgreift und dann einen Antrag genehmigt. Hier im Backend, um das Schaubild hier abzuschließen, bewegen sich natürlich die HR- oder IT-Professionals, also diejenigen, die die ganze Umgebung implementieren und dann auch weiterentwickeln. Gut, so, das war das Thema Digitalisierung mittels P&F. Ich habe ein bisschen mehr geredet, das heißt, ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Machen wir gleich weiter. Use Cases, Kundenbeispiele. Ich habe eine Folie mitgebracht. Hier sehen Sie typische Antragsprozesse. Typische Antragsprozesse, die mit P&F bei unseren Kunden immer wieder implementiert werden. Und ich habe das mir so ein bisschen strukturiert über Personalstammdaten, Organisationsmanagement oder Organisationsdaten und weitere HR-Daten. Ich denke, Sie können das hier selber auf dem Schaubild gut erkennen. Nur mal zwei, drei Beispiele zu nennen. Mehrarbeitsantrag hatte ich vorhin schon erwähnt, hier im Bereich Zeitwirtschaft, also eher auf der Stammdatenseite verortet. Was man auch sehr oft wiederfindet, sind dann so welche Themen wie Versetzung oder Austritt eines Mitarbeiters, aber auch innerhalb der Organisation, wenn eine Person innerhalb vom Org-Management von Planstelle A nach B wechselt, auch Prozesse rund um das Org-Management, also das Organigramm eines Unternehmens, findet man immer häufiger als Anforderung. Also, dass eine neue Planstelle beantragt werden kann, die Genehmigung dieser neuen Planstelle, also letztendlich eine Personalanforderung am Ende des Tages. Das sind so Prozesse, die man sehr häufig vorfindet. Wir hatten auch schon exotische Anforderungen und haben zum Beispiel bei einem Kunden
einen Suchauftragsantrag und einen Einstellungsantrag implementiert. Bei dem Kunden ging es darum, sozusagen den kompletten Prozess von der Beantragung einer neuen Position über das Grading der Position, über die Übermittlung in das SAP E-Recruiting-System, da über eine Schnittstelle implementiert bei dem Kunden, umzusetzen. Und ja, wenn dann ein Kandidat rekrutiert wurde innerhalb des SAP E-Recruiting-Systems, wurde dann wiederum der Ball zurückgespielt und die Einstellung vorbereitet, die Planstelle sozusagen mit den entsprechenden Attributen versorgt, die Personalnummer kreiert und dann die Person auf die Planstelle gesetzt. Also das war über zwei P&F-Prozesse bei den Kunden von uns implementiert worden. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen drei konkrete Kundenbeispiele mitgebracht. Nur mal, um es Ihnen eine Idee zu geben, welche Hire-Prozesse sich anbieten oder wie das andere Kunden gemacht haben. Der erste Kunde, ich denke, der ist jedem im Begriff, DM Drogeriemarkt, ein Referenzkunde von uns. DM hat vor einigen Jahren eine sehr umfassende Digitalisierung gestartet, also übergreifend, jetzt auch HR-umfassend, aber auch weit über HR hinaus. Das ging auch durch die Presse. Damals wurden 25.000 Smartphones angeschafft und sämtliche Mitarbeiter in den Filialen mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Und das war zum Beispiel auch eine Muss-Anforderung, dass sämtliche HR-Prozesse, die für diese Klientel, Filialmitarbeiter bereitgestellt werden sollten, auf diesen mobilen Endgeräten lauffähig sein sollten. Genau, wir hatten dann damals mit DM gemeinsam im Rahmen eines Prototypen Fiori als Oberflächentechnologie für P&F analysiert, noch weit bevor P&F mit einem Fiori Standard UI ausgestattet wurde. Und DM hatte das für gut befunden. Wir haben das begonnen zu implementieren. Da ging es inhaltlich um die sogenannten Arbeitsverhältnisprozesse, also um eine ganze Reihe von Prozessen, wo es sich im Kern um die Personalstammdaten oder die Mitarbeiter dreht. Also beispielsweise eine Befristungsverlängerung, die Änderung eines Mitarbeitereinkommens, also entgeltrelevante Prozesse, eine unbefristete Übernahme, die Änderung der Arbeitszeit, also wo dann auch die Zeitwirtschaft mit integriert werden musste, aber auch eine Probezeitkündigung beispielsweise oder ein Austritt eines Mitarbeiters, alles über mobile Prozesse abgebildet. Genau, mit dem Kunden sind wir bereits schon seit einiger Zeit live und rollen die Lösung nach wie vor aus, beziehungsweise die wird weiterentwickelt. Also ein sehr schöner Case, wie ich finde. Und ja, vielleicht können Sie ja mal auf einen Filialmitarbeiter in einem DM-Drogeriemarkt zugehen und sich das zeigen lassen. Ein zweiter Case, ebenfalls sehr spannend, MAN, VW-Tochter. Hier haben wir schon vor einiger Zeit ein Projekt umgesetzt, das nennt sich Planstellen Controlling. Im Kern geht es um Prozesse rund um das Organisationsmanagement. Ich hatte das vorhin so ein bisschen schon erwähnt, also um die Beantragung von Planstellen, die Verschiebung von Planstellen, Teilzeit-Splitting, also aus einer Planstelle für eine Vollzeitkraft werden zwei Teilzeit-Planstellen geschaffen oder erzeugt und das Ganze eben digital abgebildet über P&F-Prozesse. Und als drittes Beispiel habe ich für Sie Linde. Linde, sehr spannend. Linde hat sich für P&F entschieden und zwar für einen Non-HR-Prozess. Und dieser Non-HR-Prozess, da geht es um die Digitalisierung sämtlicher Benutzer- und Zugriffsrechte für externe Mitarbeiter. Also externe Mitarbeiter, wie wir es sind, von Projekten zum 8. Wenn die bei Linde weltweit aktiv werden, werden diese externen Mitarbeiter über P&F registriert, so nennt der Kunde das. Das heißt, es wird ein technisch gesehen ein Personalstammsatz erzeugt und mit Berechtigungen ausgestattet. Es wurde ein Identity-Management-System angebunden, wo dann auch die ganze Benutzervergabe im Hintergrund automatisiert abgewickelt wird. Und sehr spannend bei diesem Case ist, dass das Ganze global, also wirklich weltweit, in über 60 Ländern und in über 30 Sprachen in Verwendung ist. Also wir hatten damals auch die Oberflächen komplett übersetzt in 30 Sprachen und im Schnitt werden da circa 1.500 Prozesse im Monat abgewickelt. Also doch eine sehr beachtliche Zahl, was beweist, dass auch die Lösung an sich für dieses Mengengerüst eine gute Lösung sein kann.
Für das Thema MAN möchte ich Sie noch mal kurz auf diesen Anwenderbericht hinweisen. Der wurde damals im Zuge des Projektmarketings veröffentlicht, und zwar im Personaljournal der Frankfurter Allgemeinen. Ich habe Ihnen das Ganze verlinkt. Sie bekommen ja von uns auch diese Folien im Nachgang zugestellt. Dann können Sie diesem Link hier folgen und mal einen Blick reinwerfen, wie damals der Kunde MAN das Projekt ausgestaltet hatte und wie sich die Details dargestellt haben. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Jetzt würde ich Ihnen gerne mal einen konkreten Eindruck vermitteln, wie denn P&F auch aussehen kann. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht von einem Kunden, dessen Namen ich jetzt an der Stelle hier nicht nennen möchte. Es geht um eine Mitarbeiterversetzung. Also konkret um einen P&F-Prozess für die Komponente Personaladministration, also die Personalstammdaten, und die Versetzung einer Person von einer Planstelle A auf eine Planstelle B. Hier sehen Sie mal überblicksartig, wie sich das Ganze dann vom Prozessablauf darstellt, also welche Prozessteilnehmer hier links dargestellt, jeweils eine Swimlane pro Prozessteilnehmer dann auch involviert werden. Wir hätten da beispielsweise den Manager, der auch den Antrag startet, initiiert, also ähnlich wie MSS, also Manager Self-Services, ist der Prozess in die Linie gegeben worden oder der Startzeitpunkt, der Aufsatzpunkt. Wir haben HR, also eine Instanz oder ein Prozessteilnehmer HR Business Partner. Wir haben die HR Professionals als eine weitere Klientel. Wir haben im Bereich Entgeltabrechnung Payroll-Mitarbeiter und wir haben den Betriebsrat, der in diesem Prozess ebenfalls integriert wurde. Was ich Ihnen jetzt zeigen will, ist quasi mit einigen Screenshots, wie sich die Lösung dann darstellt. Und ich muss vorwegschicken, bei dem Kunden hatten wir nicht SAP Standard Fiori Oberflächen zum Einsatz gebracht, sondern eine unternehmensspezifische, kundenspezifische Lösung. Genau. Starten wir mal los. Ich schlüpfe jetzt in die Rolle des Managers und möchte Ihnen zeigen, wie dieser Manager den Antrag Mitarbeiterversetzung über P&F bzw. Fiori Oberflächen zu P&F auf den Weg bringt. Der beginnt, indem er sich anmeldet an seinem Mitarbeiterportal, bei dem Kunden realisiert über ein Fiori Launchpad. Und in diesem Fiori Launchpad, das ist rollenspezifisch hier mit einigen Gruppen organisiert. Jede Kachel repräsentiert eine Applikation. Hier gibt es eine Applikation für HR-Prozesse starten. So, HR-Prozesse starten, er klickt hier drauf. Und das ist jetzt hier schon unsere P&F-Lösung, die wir implementiert haben. Hat er eine Prozessauswahl. Diese Prozessauswahl zeigt, abstrahiert von der Technik, sämtliche P&F-Prozesse und wie diese sozusagen jetzt sich darstellen mit einer kurzen Erklärung. Er kann hier anhand einer Live-Search, so nennt sich das, die Suche einschränken. Wenn hier noch mehr kommen würden, das habe ich hier mal angedeutet mit diesen Punkten, kann man hier auch suchen. Er findet auch sehr schnell seinen Prozess Versetzung. Er klickt darauf und landet auf diesem Screen. Auf diesem Screen, hier findet schon die erste Integration statt, nämlich mit dem Organisationsmanagement und der Personaladministration kriegt er verschiedene Sichten angeboten, nämlich die Sicht direkt unterstellte und indirekt unterstellte Mitarbeiter oder eben alle Mitarbeiter. Das heißt, er kann schon mal aus dem Org-Management abgeleitet hier grob strukturieren, welche Personen er denn zur Auswahl angeboten bekommt. Und klar, er muss natürlich einen Mitarbeiter selektieren, nämlich den Mitarbeiter, für den er die Mitarbeiterauswahl dann auch diesen Prozess initiieren möchte. Also er entscheidet sich für die Sicht direkt unterstellte Mitarbeiter und klickt dann eben auf die Person seiner Wahl. Jetzt geht P&F auf. Also das ist jetzt das Antragsformular, die ja, Eingabemaske, wenn Sie wollen, für diesen Prozess. Und das Ganze lässt sich im Hintergrund über P&F eben customizen. Also da ist ein Customizing, ein Feld-Customizing aktiv und auf der Oberfläche lässt sich das dann über Fiori oder in dem Fall SAP UI5-Programmierung organisieren. Wir haben das jetzt hier so gestaltet, dass es immer einen einheitlichen Header gibt. Es gibt verschiedene Registerkarten und die Antragsdaten werden hier dargestellt. Jetzt muss man wissen, die mit Sternchen gekennzeichneten Felder, das sind Muss-Felder, die muss er eingeben. Es gibt Kann-Felder, da kann er was eingeben, muss er nichts eingeben. Es gibt auch sogenannte dynamische Feldabhängigkeiten im P&F-Kontext. Das heißt, dieser Radio-Button,
Wenn er hier draufklickt, dann poppt ein Feld auf, wo er dann auch in dem Fall die Vergütungsgruppe eingeben muss. Wenn er das nicht anklickt, dann muss er hier auch nichts eingeben. Also dynamische Abhängigkeiten zwischen den Feldern. Und ebenfalls im Standard von PNF enthalten ist eine Kommentarfunktion. Das heißt, hier kann man eine Kommentarhistorie über die Antragsformulare hinweg mitschleifen, sodass der nächste Prozessteilnehmer auch weiß, was sich der Antragsteller an der Stelle hier gedacht hat. Oder er kann auch mal weitere Informationen hier mitgeben. Gut. Der Manager hat das Ganze jetzt auf den Weg gebracht, also ausgefüllt und abgesendet. Jetzt landet das hier laut Prozessablauf bei dem HR-Business-Partner. Der hat in diesem Kundenbeispiel jetzt die Aufgabe, das Ganze entweder zu genehmigen oder abzulehnen. Das heißt, er stellt nochmal die Qualität sicher und dass hier ein Dialog stattgefunden hat zwischen Linie und HR. In dem Fall muss man wissen, im Hintergrund, auch das bietet P&F, werden E-Mails automatisch gesendet. Würde jetzt der HR-Business-Partner den Antrag wieder erwarten, ablehnen, dann würde eine E-Mail vom System an den Manager, also jetzt Outlook beispielsweise, gesendet werden und er kann dann darauf reagieren und den Prozess überarbeiten beispielsweise und wieder auf den Weg bringen. In unserem Beispiel sagt der HR-Business-Partner okay. Wie geht er dazu vor? Er meldet sich an seinem Mitarbeiterportal. Sie sehen, er hat hier schon weniger Sichten, weniger Registerkarten, weil eben rollenspezifisch. Er sieht nur die Applikation, auf die er berechtigt ist und sieht hier in der App Mein Eingang, das ist die SAP Fiori Inbox, wie sie so schön heißt, da ist ein Eingang für ihn da, also er hat ein Item bekommen und konkret ist diese Versetzung bei ihm gelandet. Das ist jetzt die SAP Business Workflow Technologie, um es mal technisch auszudrücken. Er hat also quasi ein Work-Item erhalten und dieses Work-Item hat jetzt hier in der Inbox bestimmte Grundinformationen. Er kann jetzt an der Stelle diese Aufgabe öffnen. Es kann sich einen Überblick verschaffen über den Sachverhalt, kann hier einen Kommentar mitgeben und kann das Ganze dann entweder ablehnen oder genehmigen. Jetzt muss man wissen, diese Registerkarten hier oben, die kann man ja sehr flexibel ausgestalten, was wir in dem Kundenbeispiel gemacht haben. Wir haben hier den Prozessverlauf mal hinterlegt. Das heißt, der Prozessteilnehmer, HR-Business-Partner, kann sich einen Eindruck davon verschaffen, wo liegt denn der Ball gerade, nämlich bei ihm selber. Und er kann sich auch über die nächsten Prozessinstanzen oder Prozessschritte informieren und hat somit, das kann übrigens jeder Prozessteilnehmer, kann man sich jederzeit auch der Manager logischerweise kann sich auch nachträglich, wenn der Prozess schon auf dem Weg ist, darüber informieren, wo liegt denn das Ganze. Er kann den Antrag ablehnen oder genehmigen und sobald der HR-Partner das getan hat, landet das Ganze dann auch beim Betriebsrat. In dem Fall ist es eine reine Infoaufgabe. Also der Betriebsrat wird lediglich informiert, dass dieser Prozess am Laufen ist. Bei dem Kunden haben wir das so implementiert, dass hier quasi auch über die Inbox ein Work-Item aufschlägt. Der Betriebsrat kann an der Stelle das Ganze nur zur Kenntnis nehmen, also weder genehmigen noch ablehnen. Genau, also eine reine informative Aufgabe an der Stelle. Der HR-Professional hingegen, der wird natürlich, wenn er im Zuge ist, aufgefordert, die Bearbeitung zu starten. Bearbeitung heißt, er öffnet den Antrag über die Inbox, indem er wieder hier auf Auftrag öffnen klickt, hätte aber auch, und das ist jetzt ein kurzer Exkurs, die Möglichkeit, über ein Dashboard einzusteigen. Da muss ich allerdings hinzufügen, das ist jetzt eine reine kundenspezifische Lösung. Also so ein Dashboard für HR-Professionals ist nicht out of the box im P&F-Umfang enthalten. Aber nur, um das nochmal für Sie anzuteasern, also sowas ist auch möglich. Technisch ist das dann eine Eigenentwicklung, die auf P&F aufsetzt, um dann quasi Ihren HR-Professionals eine zentrale Übersicht zu gewähren, wie denn zum Beispiel das Aufkommen an Prozessen ist über die Monate hinweg oder ob es kritische zeitkritische Prozesse gibt, die bearbeitet werden müssen oder wie sich dann auch das Mengenverhältnis verteilt. Also welche Prozesse werden denn häufiger initiiert als andere? Aber das nur mal als kurzer Exkurs. Auch hierüber hätte er einen Einstieg schaffen können. Das heißt, er kann hier filtern und dann über einen Drilldown sozusagen dann die jeweiligen Prozesse bearbeiten. Er hat das Ganze über die Inbox geöffnet, kriegt jetzt das Antragsformular und Sie sehen, er hat jetzt hier ein neues Feld bekommen, nämlich die neue Planstelle als Mussfeld.
Dieses Feld ist nur für die HR Professionals sichtbar. Das heißt, auch rollenspezifisch vom jeweiligen Prozessteilnehmer kann man Felder einblenden, ausblenden, nur noch ausgeben, wie das jetzt hier der Fall ist. Also diese Felder kann er nicht verändern. Hier kann er oder muss er sogar eine Eingabe tätigen. Und in dem Fall muss der HR Professional die zukünftige Planstelle auswählen. Hier abstrahiert von der technischen Objekt-ID, sondern über eine Suchfunktion, das sieht man jetzt auf dem Screenshot nicht, kann er, das nennt sich Live Search, sozusagen wie bei der Google-Suche die zukünftige Planstelle auswählen. Da wird eine Trefferliste generiert und er selektiert dann den gewünschten Treffer, wählt den aus und schickt den Antrag ab. Somit landet der Antrag, das ist vielleicht jetzt an der Stelle ein bisschen doppelter Boden, nochmals beim Manager. Der sollte dann so die Anforderung bei dem Kunden das Ganze nochmal überprüfen und nochmal final freigeben. Auch hier stellt sich das dann so dar, dass der Manager das in der Inbox öffnet, die Aufgabe öffnet und dann sich nochmal einen Überblick verschaffen kann, um das Ganze dann final auch freizugeben. Was Sie hier sehen, nochmal so ein kurzer Exkurs, das ist die Kommentarhistorie. Das heißt, bevor er das Ganze auch freigibt, kann er sich nochmal einen Überblick darüber verschaffen, was haben denn die verschiedenen Prozessteilnehmer denn so an Kommentaren mitgegeben? Gab es nochmal irgendwelche Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen? Und dann kann er auf das Knöpfchen drücken. So, und dann, finally, sind wir bei den Sachbearbeitern in der Entgeltabrechnung angelangt, die dann die Verbuchung vornehmen von diesem Antrag. Diese Verbuchung, so, das ist jetzt eine Besonderheit. Prinzipiell ist es so, dass bei P&F eine Datenverbuchung im Hintergrund automatisiert stattfinden kann. Ich hatte vorhin kurz diese Backend-Services angesprochen. Dort wird das Ganze nämlich dann technisch auch so vorgesehen. Da gibt es auch Logik im Standard. Fairerweise muss ich hinzufügen, wenn Sie kundenspezifische Datenfelder beispielsweise versorgen möchten, weil Sie vielleicht einen eigenen Infotypen geschaffen haben in den Personalstammdaten, dann wird der erstmal nicht versorgt und Sie müssen da programmatisch eingreifen. Sie können sich vorstellen, wenn man da sehr viel komplexe Sachverhalte hat, die versorgt werden müssen, dann wird das aufwendig. Und damit das Ganze dann nicht zu aufwendig wird für die Entwicklung, für die Programmierung und somit auch für die technische Umsetzung, hatte der Kunde die Anforderung, ein Sachbearbeiter-Cockpit zu schaffen. Also eine Tool-Unterstützung für eine halbautomatische Datenverbuchung. So, wie sieht das aus? Dieses Sachbearbeiter-Cockpit haben wir im Backend-System, also im HCM, im GUI bereitgestellt. Dort landet das Work-Item nicht in der Fiori-Inbox, sondern ganz klassisch im Business-Workplace, also hier als Work-Item. Er startet über das Work-Item das Sachbearbeiter-Cockpit. So sieht das Ganze aus. Und Sie sehen schon, das ist jetzt ein ganz klassisches DynPro, wie man dazu sagt, also eine SAP-GUI-Transaktion. Und Sie haben hier auf der rechten Seite ein paar Funktionsbuttons, um auch eben Aktionen durchzuführen. Auf der linken Seite haben wir dann integriert die Fiori-Überflächen eingefügt. Also der Payroll-Mitarbeiter sieht sozusagen am Ende des Antragsprozesses die von allen Instanzen genehmigten Daten und kann jetzt entscheiden, wie er mit der weiteren Datenverbuchung vornimmt oder vorgeht. Also er kann sich die Personalstammdaten nochmal angucken, den Personalstammsatz sich im Detail anschauen. Er kann das Ganze dann auch eben hier zur Verbuchung weiter vorantreiben. Er könnte aber auch an der Stelle eine Schriftschreibung, eine Dokumentenerzeugung triggern, wenn es zum Beispiel darum geht, im Rahmen eines Einstellungsprozesses einen Arbeitsvertrag zu erzeugen oder ähnliches. Hier in diesem speziellen Fall geht es wirklich um die Antragsverbuchung, also die Verschiebung der Person anhand einer Personalmaßnahme, ganz technisch gesprochen. Und das kann er tun, indem er hier auf Antragsdaten verbuchen klickt. Das simuliere ich jetzt mal. Und Sie sehen, jetzt passiert Folgendes. Das ist eine Technologie, die nennt sich Batch Input. Das heißt, die Antragsdaten, hier rot hervorgehoben, werden auf die Datenfelder im Infotypen übertragen. Er muss also nicht mehr manuell was eingeben, sondern das wird jetzt sozusagen, was vorher schon genehmigt wurde, hier vorbefüllt. Er könnte aber jetzt noch eingreifen. Und das macht dann Sinn, wenn Sie eben sehr komplexe tarifliche Rahmenbedingungen oder
Besonderheiten haben, vielleicht auch standortspezifisch, und das wäre dann vielleicht unter Umständen zu aufwendig, das pro Standort die Datenverbuchung im Hintergrund zu implementieren. Und somit haben Sie die Möglichkeit, hier ein bisschen zu abstrahieren und trotzdem Effizienz reinzubringen und den Payroll-Mitarbeiter zu unterstützen bei seiner Datenverbuchung. So, und wie der Rest weitergeht, können Sie sich vorstellen, er verbucht es und das Ganze ist dann auch im Personalstammsatz verbucht, also die Person versetzt. An der Stelle vielleicht nochmal eine Randbemerkung. Jetzt kann so ein Prozess natürlich ein bisschen dauern, aber was auch ein Vorteil von P&F, Sie haben jederzeit Transparenz über den Prozessfortschritt. Ich hatte vorhin schon diese Prozessübersicht gezeigt. Jetzt aus Sicht des Managers habe ich hier nochmal einen Screen für Sie mitgebracht. Gibt es nämlich auch eine spezielle App, nämlich die sogenannte Prozessübersicht. Also wenn ich jetzt wieder in die Rolle des Managers schlüpfe, habe ich die Möglichkeit, jederzeit mir einen Stand der Dinge geben zu lassen vom System. Wo steht denn mein Prozess gerade? Ich habe ja wahrscheinlich nicht nur einen Prozess auf den Weg gebracht, vielleicht auch eine ganze Reihe von Prozessen. Das heißt, ich klicke auf die Prozessübersicht und habe dann hier so eine Applikation, mit der ich dann einzelne Prozesse selektieren kann. Das ist jetzt hier so ein bisschen dummy-hartig angeteasert, aber hier können Sie quasi nochmal schauen, dass diese Prozessübersicht dann Auskunft gibt darüber, wo denn der Stand der Dinge ist. So, das war das Thema Use Case, konkretes Beispiel. Jetzt sind wir auch schon relativ weit mit der Zeit. Ich würde mich hier beim Bereich moderne User Experience ein bisschen kurz fassen. Und zwar habe ich hier folgende Informationen für Sie. Ich hatte erwähnt, es gibt einen Standard Fiori UI seit einiger Zeit, nämlich genau genommen seit Oktober 2019. Hier hat die SAP zwei Apps bereitgestellt und Sie können diese Apps im Detail in der sogenannten Reference Library angucken. Ich habe Ihnen hier mal die IDs mit dazu geschrieben. Sie können auch diesem Link folgen, wenn Sie die Folien vorliegen haben. Das heißt, man kann jetzt über den SAP-Standard Prozesse initiieren, starten und dann auch in der sogenannten Prozess-Inbox, das ist eine spezielle Anwendung innerhalb der Fiori-Inbox, die ich Ihnen gerade auch gezeigt hatte, vorantreiben. Es gibt dazu einige technische Hinweise, die ich Ihnen auch nochmal bereitgestellt habe. Also hier können Sie eigentlich alle weiteren Details nachlesen. Heißt mit anderen Worten, wenn Sie ein Fiori UI bereitstellen wollen, dann können Sie hier über diese Fiori UI eigentlich alles bereitstellen. Gut. So, dann letzter Punkt, 04, Zusammenspiel P&F bzw. SAP SuccessFactors. Ja, wie stellt sich das dar? Sie wissen ja, davon gehe ich jetzt mal aus, es gibt die klassische On-Premise, aber auch die Cloud-Umgebung. Und wie wirkt das zusammen? Ich überspringe mal hier jetzt zwei Folien. Generell möchte ich dazu sagen, es gibt ja verschiedene Bereitstellungsoptionen für SuccessFactors. Und insofern ist es immer ganz wichtig zu wissen, welche Bereitstellungsoptionen haben Sie gewählt? Also wie setzen Sie auf die Cloud? Und davon abhängig ist dann natürlich auch, inwiefern P&F damit reinspielt. Ich habe mal hier die verschiedenen Varianten dargestellt. Also das geht von einem Tenant Hybrid, also einer Mischform zwischen dem klassischen On-Premise-Umfeld und der hybriden Umgebung bis hin zu einem Full-Cloud-Ansatz, wo quasi ausschließlich in der Cloud personalwirtschaftliche Prozesse betrieben werden. Und der Vollständigkeit halber habe ich hier auch nochmal einen Full-On-Premise-Ansatz hinzugefügt, also ohne Cloud. So, die Frage ist, wo kann denn überall ein Zusammenspiel zwischen P&F und SuccessFactors stattfinden? Und ich habe Ihnen das mal hier hervorgehoben. Also überall dort, wo irgendeine Teilmenge an On-Premise vorhanden ist, lässt sich P&F mit ihrer SuccessFactors-Umgebung kombinieren, wenn das gewünscht ist. Und das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, das ist natürlich dann kein Standard. Hier muss man über Integrationsstrecken nachdenken, die jetzt so out of the box nicht da sind. Insofern ist es tendenziell aufwendiger, umso mehr in die Cloud verlagert wurde, wenn es darum geht, P&F-Prozesse zu integrieren. Aber das ist dann wirklich eine Einzelfall-Thematik, muss man genau hingucken, was Sie für Anforderungen haben. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist nur zu wissen, dass Sie P&F auch jederzeit mit SuccessFactors kombinieren können.
Okay. Jetzt nochmal zwei, drei Sätze, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Wie gesagt, sorry, ich habe ein bisschen überzogen mit der Zeit, aber an der Stelle möchte ich Ihnen jetzt nochmal einen Eindruck davon verschaffen, wie denn eine mögliche Implementierung aussehen könnte. Zu Beginn, ganz wichtig, ist das Thema Lessons Learned. Ich glaube, das ist wichtig für Sie, wenn Sie jetzt ein solches Vorhaben starten möchten. Welche Erfahrungswerte haben wir bei Projekten Nummer 8 mit solchen P&F-Prozessen oder Implementierungsprojekten gemacht? Ich habe die mal hier aufgeschrieben. Nochmal, Sie kommen ja die Folien, dann können Sie es auch nochmal in Ruhe nachschlagen oder nachgucken, was für Sie relevant werden sollte. Hier mal ganz kurz angeteasert, wichtig, ein Prozessablaufplan. Klingt banal, ist aber dann in der Praxis doch oftmals schwieriger. Sie brauchen ganz klar ein Schaubild, aus dem hervorgeht, wie ist der Prozessfluss? Also welche Stakeholder, welche Prozessteilnehmer sind zu involvieren? Wie fließt die Information? Wer muss wann genehmigen? Darf abgelehnt werden oder nur zugestimmt werden? Also all solche Fragestellungen, die gilt es jetzt hier nochmal visuell aufzubereiten. Dann Stichwort Visualisierung. Hier hat sich BPMN als Visualisierungsmodell oder Notation bewährt. Sie können natürlich auch jede andere Notation nutzen, aber hier so ein bisschen mit diesen Swimlanes, haben Sie vorhin auch bei mir gesehen, kann ich nur Ihnen empfehlen, dass Sie quasi hier ganz transparent darstellen, wer wann was zu tun hat. Ebenfalls wichtig, eine Roadmap, dass Sie sich überlegen, in welchen Stufen möchten Sie denn die Prozesse implementieren. Ganz wichtig, wenn Sie mehrere Prozesse, also im Sinne von P&F, also ein Fundament schaffen und dann auf diesem Fundament basierend mehrere Prozesse digitalisieren, wenn Sie das tun wollen, ich sage auch nochmal, den Elefanten verdaubare Häppchen zerteilen, also welcher Prozess ist besonders kritisch, wo drückt der Schuh, in welcher Reihenfolge wollen Sie das tun, Sie müssen vielleicht auch noch technische Rahmenbedingungen ermöglichen, also beispielsweise, wenn Sie mobile Szenarien ermöglichen wollen, muss das Ganze vielleicht im Internet erreichbar sein und so welche Fragestellungen, das muss auf eine Roadmap gepackt werden, damit dann auch alles am Ende des Projektes ineinander greift. Ja, auch der nächste Punkt hier mit dem kleinen Typo, wie ich sehe, umfassendes Testing, das ist ganz, ganz wichtig. Warum? Sie haben es gerade gesehen, auch ein ganz kleiner Prozess mit verschiedenen Prozessteilnehmern, der kann sehr komplex werden. Und wenn Sie dann ins Testing einsteigen, müssen Sie jede Konstellation aus jeder Rolle heraus testen und gucken, ist denn jetzt das Feld auch wirklich eingabebereit? Oder kann jetzt vielleicht ein Prozessteilnehmer etwas sehen, was er gar nicht sehen soll? Also das ist wirklich ungemein wichtig und am besten auch zu lösen, indem Sie eine Testpopulation bereitstellen für das Projektteam auf Entwicklungs- und Konsolidierungsebene, sodass man dann in alle Rollen schlüpfen kann, um dann auch den Prozess komplett einmal durchzuspielen. Und an der Stelle ebenfalls noch abschließend der Know-how-Aufbau. Ja, es kann auch, wie soll ich sagen, ja, fordernd sein, eine ganze Reihe von SAP-Technologien, die da ineinander greifen. Ich hatte ja schon ein paar erwähnt. Von ABAP mal abgesehen, Fiori oder SAP UI5, Business Workflow, das Records Case Management hatte ich erwähnt, vielleicht sogar die SCP, wenn Sie hybride Systemlandschaften anstreben. Da müssen Sie gucken, wenn Sie das intern abbilden wollen, haben Sie das Know-how und sind diese Leute auch verfügbar? Okay. Gut, so, ja, ich habe mich ein bisschen verquasselt. Ich drücke noch mehr auf die Tube. wir haben jetzt hier nochmal das Thema, welche Anforderungen oder welche Dimension der Anforderungsanalyse werden benötigt. Also wenn Sie so einen Prozess oder so ein Projekt starten, dann ja, müssen Sie verschiedene Dimensionen eben beachten. Klar, Sie haben die Prozesse, hatte ich gerade schon angesprochen, Prozessablaufplan und sowas. Das kann herausfordernd sein, das wirklich mal auf Papier zu bannen. Aber Sie haben natürlich auch das Projekt selber, wie Sie das organisieren wollen. Das geht so in Richtung Projektmanagement, also ein klassischer oder agiler Ansatz. Wie ist Ihre Projektorganisation? Welche Stakeholder sind zu involvieren? Betriebsrat, Datenschutzbeauftragter, um mal zwei zu nennen. Also all diese Aspekte müssen Sie betrachten, wenn Sie einen P&F-Prozess oder Projekt starten wollen. Daneben auch eine ganz wesentliche Säule ist natürlich die Technik. Hatte ich jetzt auch schon mehrfach bemüht, das Thema, also hybride Systemlandschaften
möchten Sie hier integrativ über die Systemwelten hinweg Prozesse implementieren? Haben Sie mobile Szenarien, die Sie abbilden wollen? Möchten Sie Fiori bereitstellen, also als modernes User Interface oder vielleicht doch nur WebDympo ABAP? Also diese drei Dimensionen würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie ein solches Vorhaben starten, dass Sie die dann nochmal im Detail beleuchten und dann vielleicht auch im Rahmen einer Anforderungsanalyse nochmal dezidiert betrachten. Gut, ich denke, das Thema hatte ich erwähnt. Hier nochmal eine Folie mit so ganz groben Indikationen, was den Aufwand anbelangt, aber das, wie gesagt, nur als Richtschnur für Sie hier als Baustein dargestellt. Was ich hier Ihnen als Tipp mit auf den Weg geben kann, ist, wenn Sie eine Prozessdigitalisierung in größerem Umfang starten, bringen Sie alle Prozesse auf eine Liste, also im Excel-Format beispielsweise, und bewerten Sie diese Prozesse. Also hier haben sich mehrere Dimensionen bewährt oder bieten sich an, zum Beispiel, wie komplex sind die Prozesse hinsichtlich der Prozesskomplexität, aber auch hinsichtlich der technologischen Komponente, also wie anspruchsvoll sind diese Prozesse, was die Technik anbelangt. Sind mehrere Systeme involviert zum Beispiel oder vielleicht auch die Clouds integrieren? Und wenn Sie das Ganze getan haben, kann man dann mit so welchen Richtwerten hier arbeiten und das Ganze mal ein bisschen mit Aufwand unterfüttern. Das kann immer nur eine grobe Richtschnur sein, aber dann haben Sie so ungefähr eine Idee, was am Ende des Tages an Aufwand rauskommen sollte. Okay, so, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Ich würde jetzt mal langsam in die Fragerunde einsteigen wollen und würde jetzt meine Kollegin Sabrina bitten, nochmal zu gucken, was im Chat an uns adressiert wurde. Ja, vielen Dank, Michael, für die tolle Präsentation. Ich habe hier auch schon Nachrichten bekommen, dass manche raus mussten, zack, im nächsten Meeting. Aber wir versenden die Unterlagen. Da kam auch nochmal die Anfrage für alle, die jetzt noch drin sind. Sie kriegen die Unterlagen. Und eine Frage ist eingegangen tatsächlich. Die kam schon relativ am Anfang. Und zwar ist die Frage, kam, als du auch über DM gesprochen hattest, wo es um das UI ging. Heißt das, dass diese komplette Anwendung auch responsive ist oder muss man da dann nochmal individuell was konfigurieren? Gut, so, jetzt muss ich mich erst entmuten. Gute Frage. Ich hatte ja mehrfach das Thema Fiori angesprochen und wenn Sie Fiori noch nicht kennen, Fiori ist ja eine moderne Benutzeroberflächentechnologie der SAP, die auch für ESS-MSS beispielsweise seit einigen Jahren jetzt auch inzwischen in der Version 3 bereitgestellt wird. Und SAP Fiori wiederum basiert auf SAP UI 5. Das ist im Kern eine Programmiersprache, die auf HTML5 basiert. HTML5 ist responsive. Das heißt, ja, P und F auf Basis von Fiori ist komplett auf allen mobilen Endgeräten herstellerunabhängig lauffähig und kann somit sowohl auf Smartphones, aber auch auf Tablets zum Einsatz gebracht werden. Jetzt allerdings nicht nativ, also keine App, die, sage ich mal, für Apple-Geräte beispielsweise optimiert wurde, aber trotzdem, es passt sich dem Endgerät an und im Gegensatz zu WebDympo ABAP, das ist diese ältere Technologie an der Stelle, die eben nicht responsive ist, kann man dann auch einen Antragsprozess theoretisch auf einem kleinen Smartphone ausfüllen. Das wird wahrscheinlich von der Bedienbarkeit her nicht oft der Fall sein, aber es ist technisch lauffähig und wenn es mal notwendig werden sollte, kann eine Führungskraft oder auch ja ein anderer Prozessteilnehmer auf Geschäftsreise so einen Antrag mal auf den Weg bringen. Gut. Vielen Dank, Michael. Die Antwort war sehr ausführlich und mit Sicherheit auch die richtige Antwort. Ansonsten haben wir keine weiteren Fragen. Wenn noch welche geben sollte, gerne in die Tasten hauen und in den Chat schreiben. Ansonsten würden wir jetzt übergehen, Ihnen einfach nur ganz kurz einen kurzen Ausblick zu geben. Was sind unsere nächsten Live-Webinare, an denen Sie auch teilnehmen können? Das wäre zum einen eben SAP SuccessFactors Next Level Recruiting.
indem wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Personalbeschaffung eben auf das nächste Level heben können. Dort zeigen wir Ihnen KI-gestützte Lösungen, die wir zusammen mit unserem Kooperationspartner TextKernel entworfen haben. Da kriegen Sie dann eben einen guten Einblick, wie Sie besseres, noch besseres Recruiting betreiben können. Und dann haben wir das zweite Webinar, dieses SAP Success for Next Level Recruiting findet am 17. Juni statt. Wir werden jetzt monatlich immer ein Webinar haben. Und das zweite, was jetzt schon angesetzt ist, ist am 16. Juli, moderne Karriereseiten mittels eben den Career Site Components. Bin ich verrutscht? Genau. Genau, da geht es darum, dass wir Ihnen zeigen werden, wie Sie individuelle, aber auch State-of-the-Art-Karriereseiten erstellen können mit der Zusatzlösung für den CSB-Bilder, den Sie vielleicht schon kennen von der SAP. Und da zeigen wir Ihnen dann eben, was es für Zusatzmodule gibt, welche Komponenten, aber auch, dass es eine intelligente Suche gibt, einen Chatbot, Cookie-Banner-Templates etc. Ich will da gar nicht so viele vorweggreifen. Melden Sie sich gerne an. Die Links sind auch hier hinterlegt, wenn Sie aufs Bild klicken oder in dem Link drin. Und genau, wir würden uns zudem natürlich freuen, wenn Sie auch unseren monatlichen Podcast folgen oder abonnieren möchten. Hier haben wir auch immer spannende SAP-Experten-Tipps für Sie. Ganz individuelle Themen ist auf allen Plattformen zur Verfügung, wie Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Können Sie uns überall finden. Genau. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns auf LinkedIn, Xing, Facebook und Instagram folgen möchten. Wir haben Ihnen im Anhang noch über uns ein paar Fakten geliefert. Die liefern wir einfach in der Präsentation mit. Wir danken uns jetzt nochmal ganz, ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Wir hoffen, es war ein sehr wertvoller Input für Sie. Wir konnten